So, willkommen zurück zum dritten Teil unserer kleinen, das müssen wir wohl wirklich in Anführungszeichen setzen, Konzepte des Scouting-Sendung StarCraft for the Advanced Teil 2. In Teil 1 und 2 haben wir uns mit Scouting-Theorie auseinandergesetzt. In Teil 2 haben wir uns etwas genauer angesehen, wie Scouting, diese Scouting-Mechanismen, diese Scouting-Konzepte, die wir im ersten Teil erklärt haben, dann auch umgesetzt im Spiel aussehen, zumindest teilweise. Natürlich bin ich da auch ein bisschen begrenzt, was Zeit und Replays angeht. Jetzt im dritten Teil wollen wir uns noch einmal mit den Methoden des Scoutings auseinandersetzen, welche speziellen Methoden im aktiven Bereich und auch im passiven Bereich uns überhaupt zur Verfügung stehen und wann die Sinn machen. Und im letzten Teil der Sendung, der aber nicht mehr durch eine Pause unterbrochen wird, werden wir uns dann ein Pro-Replay angucken, bei dem wir eine spezielle Eigenart des Spielens sehen, die Scouten, wie gesagt, ein Stück weit obsolet machen kann. Um uns einmal einen kleinen Überblick zu verschaffen, welche Methoden tatsächlich fürs Scouten da sind, habe ich nochmal diese kleine Übersicht aufgestellt und ich hoffe, dass die, wie gesagt, wieder gut lesbar ist. Die klassischen Methoden, die wir hatten ja schon vorhin gesagt, im Grunde die Unterscheidung zwischen aktivem und passivem Scout. Die normalen Methoden des Scoutings, die wir kennen, sind natürlich der klassische Worker Scout. Das heißt also das, was man ja am Anfang normalerweise macht, um sich Informationen zu verschaffen. Wo ist der Gegner? Will er uns cheesen? Baut er eine Echse? Was sind so seine allerersten Schritte? Dafür benutzen wir üblicherweise den Worker Scout. Auch später können wir natürlich Worker benutzen und sie eben dem Gegner entgegenschicken, um gewisse Informationen zu kriegen, wenn uns eben Kampfeinheiten dafür zu schade sein sollten. Dann gibt es dementsprechend passives Scouting mit Laufwegwächtern oder eben Expansionswächtern. Das heißt also, wir schicken eben relativ bald irgendwelche Units, die wir entbehren können, zu den klassischen Laufwegen des Gegners, die Wege, auf denen er uns direkt erreicht und natürlich auch Wege, die wir zum Beispiel mit Watchtowern nicht im Auge behalten können. Wir schicken Einheiten zu den klassischen Expansionen, die normalerweise genommen werden. Ja, dritte und vierte Base, je nachdem, was eben sich als dritte oder vierte Base anbietet, um zu überwachen, ob der Gegner expandiert und wann er expandiert, damit wir darüber eine etwas größere Sicht haben. Ebenfalls klassischer Scout ist das sogenannte Poking, das heißt also das, was wir im Grunde auch vorhin schon gesehen haben, was man auf zwei Arten im Grunde machen kann. Aber dieses Poking, wir schicken also einfach eine Einheit, eine einzige Einheit oder eine einzige Unit im Grunde mal zum Gegner rüber. Und wenn die getötet wird, gucken wir, was sie getötet hat. Und dadurch haben wir dann in den meisten Fällen eine kleine Übersicht darüber, was der Gegner bisher so an Einheiten gebaut hat, wie viele das sind und welche Diversifizität diese Einheiten haben. Das heißt also, wie viele unterschiedliche Einheiten schon da sind. Manchmal, wenn der Gegner natürlich auch tatsächlich weiß, dass solches Poking ihm droht, ist tatsächlich geschickt genug, die Einheiten auch ein bisschen zu verstecken. Damit kann er uns im Dunkeln lassen oder uns sogar Angst einjagen, dass die Einheiten womöglich schon auf der Karte unterwegs sind zu uns. Aber wie gesagt, in vielen Fällen funktioniert Poking relativ gut, weil der Gegner ja unser Poking auch nicht immer kommen sieht. Ansonsten haben wir natürlich klassisch unsere Observer oder Overlord oder Overseer oder Scan-Möglichkeiten, also im Grunde Scouting, das im Grunde uns dazu dient, einen Blick in die Base zu werfen. Das schaffen wir normalerweise eben mit Worker Scouts und auch mit Einheiten Scouts später nicht mehr, weil einfach die Front zu ist, weil da Einheiten stehen und weil wir keine Möglichkeit haben, einfach direkt in seine Base zu laufen. Manchmal gelingt das, aber in den meisten Fällen nicht. Ergo brauchen wir irgendwas, das wir reinsteuern können, um in die Base zu gucken. Und dementsprechend bietet sich zum Beispiel für Protoss natürlich der Observer an, aber auch Halluzinationen können da gut als Scouting benutzt werden oder für Scouting benutzt worden. Overlord, Overseer, vor allen Dingen Overseer mit Speed, sind jetzt nach dem Speed-Patch ja doch wahnsinnig schnell und haben jetzt tatsächlich auch die Möglichkeit, einmal die komplette Base zu überfliegen, ohne abgeschossen zu werden, sodass man sie dann nachher nochmal reinsteuern kann. Super Sache. Und Terran haben natürlich im Zweifelsfalle immer die Möglichkeit des Scans, der sie natürlich ein Mule kostet, aber nichtsdestotrotz ihnen vielleicht wichtige Informationen beschert und ja auch nicht aufgehalten werden kann. Aber es stimmt natürlich, ein Scan kann in manchen Situationen natürlich auch ein Glückstreffer sein, wenn man eben genau dahin scannt, wo die wichtige Information ist oder eben im umgekehrten Fall das Pech hat, genau da zu scannen, dass das, was man hätte sehen wollen, gerade so am Rand liegt und dann eben weiter im Unsicheren bleibt. Ansonsten haben wir, das auch eben gerade im Spiel gesehen, Scouting durch Aggression. Wir schicken also einen kleineren Trupp vor, mit dem wir angreifen, entweder direkt zur Front oder indem wir droppen.
ne? Oder indem wir eben zum Beispiel mit Flugeinheiten angreifen oder irgendwas anderes. Und dadurch kriegen wir dann ebenfalls, während wir die Aggression ausüben und ihn massig unter Druck setzen, eben auch ein Stück weit Scouting-Informationen. Solche Aggression muss gar nicht immer so lange warten. Es gibt ja auch durchaus aggressive Openings, die also mit mehr Produktionsgebäuden beginnen, damit man die Gegner ein Stück weit unter Druck setzt. Und eben auch dieses Unterdrucksetzen dient normalerweise nie ausschließlich dem Zweck, den Gegner einfach nur unter Druck zu setzen, sondern eben im Normalfall auch ein Stück weit den Scouting-Möglichkeiten, um zu sehen, was er hat. Oder eben das, was wir jetzt hier als letzten Punkt stehen haben, das sogenannte Forcing. Ne? Dass wir also Scouting ein Stück weit obsolet machen, weil wir Aggression ausüben. Das heißt also, dadurch, dass wir eben mit früher Aggression drohen und auch ankommen und ihn auch direkt bedrohen, muss der Gegner natürlich auf eine gewisse Art reagieren. Wenn er auf diese Art nicht reagiert, ist er tot. Und wenn er auf diese gewisse Art reagiert, dann wissen wir, dass er eben gewisse Dinge auf jeden Fall ein Stück weit nach hinten schiebt. Und müssen uns dann zum Beispiel zu einem gewissen Zeitpunkt noch nicht Sorgen über einen gewissen Tech-Pfad machen, weil er den eben jetzt einfach nicht mehr so früh bauen kann, denn er musste ja erstmal unseren Push abwehren. Das ist vielleicht eine wesentliche Sache. Mit dem Forcing wollen wir uns hier noch ein bisschen genauer beschäftigen. Beim Forcing handelt es sich im Grunde um eine Strategie, die den Gegner dazu zwingt, und das hatte ich ja eben gerade auch schon gesagt, auf eine gewisse Art und Weise zu reagieren. Ansonsten erleidet er eben enorme Verluste. Gerät weit in Rückstand oder verliert das Spiel im schlimmsten Falle sogar umgehend. Das einfachste Beispiel dafür, und dazu kann ich jetzt mal wieder in den Vollbildmodus wechseln, das einfachste Beispiel, das wir dafür haben, ist zum Beispiel jede Form von frühem Pool. Das könnte man im Grunde als Forcing bezeichnen. Denn wenn der Gegner nicht auf die richtige Art und Weise reagiert, nämlich zum Beispiel mit Wall Off und so weiter und so fort, oder eben die entsprechenden Probes dann halt eben auch pullt oder halt weiteren Tech raushält oder irgendwelche Einheiten Chrono boostet etc. Was auch immer er halt eben machen muss, um den frühen Pool zu halten. Das ist ja nun von Rasse zu Rasse unterschiedlich. Aber wenn er nicht auf die richtige Art und Weise reagiert, dann nimmt er entweder verheerenden Schaden oder im schlimmsten Falle verliert er das Spiel sogar leicht da. Mit Roaches zu drohen, also könnte ich zum Beispiel auch noch als Forcing bezeichnen. Wenn ich mit Roaches drohe, indem ich einfach nur einen Roach-Horn baue und zum Beispiel ein paar frühe Roaches mal aufs Feld schmeiße, dann zwinge ich einen Protoss-Gegner im Normalfall dazu, Immortals zu bauen, weil er eben damit rechnen muss, dass ich die Roach-Produktion jetzt nicht abbreche, sondern weiterbaue. Ob ich die tatsächlich weiterbaue, kann er nicht immer sehen. Aber er muss zumindest damit rechnen, dass jetzt mehr Roaches kommen. Und um den Roaches wirklich dann Einhalt gebieten zu können, braucht er Immortals. Und damit zwinge ich ihn ein Stück weit dazu, Immortals zu bauen. Diese Art von Zwang kann man dann auch im Grunde ausnutzen, indem man nämlich zum Beispiel die Roach-Produktion dann frühzeitig stoppt und stattdessen dann auf Mutterling oder auf Hydra Roach oder auf Hydra Ling wechselt und damit dann halt eben, weil er ja dazu gezwungen ist, weniger AOE zu bauen, weniger Area of Effect Damage Schaden zum Beispiel bauen zu können aus der Robo oder auch sonst eben nicht weiter tanken zu können, dass wir ihn dann halt eben mit einer Gateway-Armee ermischen und selber eine Komposition besitzen, die aber Gateway Armeen einfach zum Frühstück vernascht. Ja? Das Vorteile des Forcings. Weitere Beispiele vielleicht für Forcing. Im CVC zwingt ein Baneling-Nest den Gegner, ebenfalls Banelinge zu bauen. Oder Roaches, das wäre noch die andere Möglichkeit. Ansonsten sind einfach die ganzen kostbaren Drohnen, die da überall rumlaufen, äußerst verwundbar. Und ein guter Baneling-Hit kann meine gesamte Zergling-Verteidigung mit einem Schlag aushebeln. Also das heißt, wenn ich dann noch viele Zerglinge habe, aber die laufen einmal blöd auf den Baneling und bam, und schon ist meine ganze Armee weg, er rennt mit den restlichen Lingen rein, GG, sieht man tausendmal. Ist kein Problem. Auch frühe Roaches sind theoretisch möglich, weil die eben die Baneling-Hits abfangen und da nicht so viel Schaden dran erleiden, dass sie gleich direkt sterben. Das Problem ist aber, dass sie gegen gut gesteuerte Speedlinge wiederum im Nachteil sind. Die halten zwar dann eben, wie gesagt, die Baneling-Explosion aus, aber die Speedlinge können halt die Roaches ganz leicht ausmanövrieren, weil wir so schnell nämlich auch nicht den Speed für die Roaches kriegen. Und dann rennen sich die Roaches immer permanent ein ab, während halt die Speedlinge mal nach oben, mal nach unten rennen und immer wieder irgendwo Drohnen wegknuspern. Also auch das hilft uns nicht wirklich. Und das ist auch eigentlich einer der Hauptgründe, dieses Forcing, dieses Zwingen den Gegner durch eben entsprechende Aggressionen. Dieses Forcing ist auch eigentlich der Grund, warum man im CVC im Grunde ständig nur Openings mit Speedling Baneling sieht. Ne? Speedling Baneling, Speedling Baneling, immer wieder, weil es einfach die einzige echte Möglichkeit ist, gerade auf hohem Niveau, überhaupt noch dagegen zu halten. Ne? Weil die Leute einfach nur mal genau wissen, wann sie wie was produzieren müssen. Und wenn man dann nicht in der entsprechenden Art auch antwortet mit Speedling Baneling, wird man eben entweder ausmanövriert oder man wird weggebombt.
Also hat man von daher keine großartige Möglichkeit, da was zu ändern. Im Grunde sehen wir Forcing auch schon sowieso bei der Art von Aufbau. Also im Grunde gibt es schon Forcing, ohne dass wir uns noch dessen bewusst sind. Nicht umsonst eröffnet im Grunde gegen Zerg jeder Terraner mit einem Warlord. Gibt auch einige, die es nicht tun, aber im Normalfall ist das Standard. Ja, wir eröffnen mit einem Warlord von unserer Rampe. Warum? Weil wir mit einem frühen Pool rechnen müssen, den wir eben nicht früh genug sehen können. Damit unsere Wall rechtzeitig steht, müssen wir uns im Grunde für die Wall entscheiden, noch bevor wir beim Gegner ankommen und sehen, hat er einen frühen Pool oder nicht. Aber allein die Gefahr der Rasse, so früh einen Pool haben zu können, zwingt uns im Normalfall dazu, die Rampe dicht zu machen. Und das halt eben gleich von Anfang an. Frühes Gas beim Terran zwingt zum Beispiel einen Protoss zu einer ganzen Menge Dinge, ne, wenn wir da sind. Schneller Stalker oder auch einen schnellen Mothership-Core wegen Reaper-Gefahr. Ne? Dadurch, dass ich eben das Gas sehe, muss ich davon ausgehen, dass aus der ersten Rex womöglich dann ein Reaper kommt. Und gegen Reaper komme ich einfach mit Drohnen nicht an. Und Zealots sind auch zu langsam, die werden einfach ewig gekitet. Also brauche ich entweder einen Stalker, weil der schneller ist und mehr Schaden verursacht und den Reaper auch besser verfolgen kann. Oder ich brauche einen Mothership-Core, weil der Reaper den nicht angreifen kann. Aber der Mothership-Core ist auch teilweise langsam. Wenn der Reaper gut gesteuert wird, kann der mich da auch ewig wieder nerven und wieder reinkommen und wieder rausfliegen. Ist nicht so angenehm. Außerdem wird normalerweise von einem Protoss durch das frühe Gas ein Robotech gefordert und dann halt darauf folgend auch schnelle Observer, weil ich nämlich die Gefahr habe, dass ich mich Widowmines womöglich gegenübersehe. Ne? Durch das frühe Gas ermöglicht sich der Terran eine schnelle Factory, durch die schnelle Factory ermöglicht er sich schnelle Minen und diese Minen können dann, wie gesagt, eben auch in meine Mineral Lines gedroppt werden oder sogar im Zweifelsfall, wenn ich nicht aufpasse, irgendwo hingelatscht werden, wo ich sie eben nicht schnell genug tot kriege, bevor sie sich eingraben. Und wenn ich dann keine Detection habe, kann das Spiel für mich an der Stelle enden. Denn entweder werden mir tatsächlich ein Großteil meiner Probes weggeschossen oder ich muss die Probes im ungünstigsten Falle von beiden Mineral Lines abziehen, damit sie nicht weggeballert werden. Ja, und das war's dann. Dann habe ich erstmal eine geraume Zeit lang kein Income mehr, bis endlich mal mein erster Observer kommt oder meine erste Detection oder meine erste Ken, die irgendwie in Reichweite sitzt, wenn ich eine Forge habe. Und dann hat sich die Sache erledigt. Also von daher werde ich dadurch im Grunde als Protoss indirekt zum Robotech gezwungen. Ja, Schmieden plus Kanonen verzögern meinen AoE-Tech, den ich ja dann wiederum brauche für die ersten Medivac-Pushes, also das hilft mir alles nicht so sehr. Und ein Stargate Oracle Opening kann ich mir auch nicht leisten und die Oracles für die Detection benutzen, weil die mich einfach zu viel Gas kosten. Außerdem können die Minen die Oracles auch runterschießen, weil die ja nun mal nicht getarnt sind. Und das geht teilweise deutlich einfacher, als man denkt. Ein Turex Bunker Rush Opening zwingt den Zerg zum Beispiel, früh Larven für Linge zu verwenden. Anstatt auf Drohnen oder eventuell sogar zusätzliche. Nee, Entschuldigung, jetzt bin ich mit dem Gedanken durcheinander. Also der Turex Bunker Rush zwingt den Zerg, früh Larven für Linge zu verwenden, anstatt auf Drohnen zu gehen. Und eventuell muss er sogar Drohnen in Spinecrawler oder so umwandeln, weil das eben alleine mit den paar Lingen, die er produzieren kann, nicht halten kann. Das fehlende Income, das wir dadurch generieren, also nicht generieren, worauf wir ihn dafür zwingen, ja, dadurch, dass er halt eben so viele Larven in Linge umwandeln muss, kann er die nicht in Drohnen umwandeln. Eventuell muss er Drohnen auch noch für Spinecrawler opfern. Und wenn er das alles gemacht hat, dann kommt seine ganze Eco deutlich langsamer in Gang. Und damit wird im Grunde alles nach hinten verzögert. Ja, Queens kommen deutlich später, weitere Hatches kommen deutlich später. Die Drohnen müssen, wie gesagt, auch erstmal auf eine gewisse Menge kommen, bevor sie dann überhaupt ihre ökonomische Kraft entwickeln. Also schieben wir alles nach hinten. Dieses Forcing sieht man im Grunde im Augenblick auch in einem speziellen Matchup sehr, sehr häufig. Und wir werden uns ein kleines Replay dazu angucken. Nämlich, und dazu gehe ich jetzt mal wieder ins Spiel, im Spiel zwischen Supernova und Soul Key. Und wer das Spiel gesehen hat, der wird auch mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit wissen, worauf ich da eigentlich hinaus will. Ich habe jetzt das Spiel schon ein Stückchen weiter vorgespult, denn wir haben schon eine ganze Menge Zeit verbraten und ich will zumindest halbwegs im Zeitrahmen bleiben. Deswegen kann ich nur einmal kurz erklären, was hier im Grunde passiert ist. Wir haben Supernova als roten Terran hier oben rechts auf der Seite und Soul Key unten links als gelben Zerg. Das Ganze begann im Grunde von Supernovas Seite aus mit einigen Factory-Einheiten. Er hat also versucht, mit einer kleinen Mischung aus Marine, Marauder und Hellbats hier unten einen kleinen Push zu landen, der ging phänomenal in die Hose, ist also auf eine Menge Gegenwehr getroffen, wurde schön flankiert und von ein paar Banelingen und ein paar Lingen ausgehebelt, einfach weil es zu viele waren und weil sie von zu vielen Seiten kamen. Danach hat dann im Grunde Supernova erstmal einen Augenblick lang nur versucht, hier seine dritte Base, die er in der Zwischenzeit gesetzt hatte, zu halten und ein Stück weit zu beschützen.
Während Solki auf der anderen Seite eben nach dem relativ missglückten Push jetzt eben hier seine vierte ganz frisch genommen hat, die er jetzt eben auch schrittchenweise versuchen wird zu etablieren und zu saturieren. Supernova wechselt jetzt. Hier sind noch ein paar restliche Kampfhellions übrig, die eben hier noch rauskamen, noch ein Auftrag waren, bevor er eben den entsprechenden Switch gemacht hat. Und weil hier einfach dieses Production-Tab wahnsinnig lang ist und uns fies stört, mache ich es gerade nochmal zu. Und wechselt jetzt seine Strategie auf Biomine. Ja, Bio-Widowmine. Marine Marauder, Medivac und Widowmine. Und was er jetzt machen wird, und wie gesagt, einige von euch werden das Forcing kennen, ist, dass er tatsächlich mit einem andauernden Strom von Widowmines und Marines Solki zwingen wird, permanent niedrigtäckige Einheiten zu produzieren, um seine Vierte zu schützen, sodass ihm keinerlei Ressourcen übrig bleiben, um tatsächlich auf höherrangige Einheiten zu wechseln. Und das wollen wir uns jetzt, wie gesagt, ein bisschen angucken. Dazu fahre ich jetzt die Geschwindigkeit erst nochmal ein Stück runter. Hier haben wir, wie gesagt, erstmal das kleine Ausrücken kurz nach unten, dann überlegt sich Supernova aber anders, nimmt nochmal kurz hier den Watchtower ein und geht jetzt rüber zur so wichtigen vierten. Die vierte Basis ist aus mehreren Gründen wichtig. Wir sind jetzt bereits bei 14 Minuten. Wenn wir mal gucken, ist die Heimbasis quasi ausgetrocknet. Ja, da ist nicht mehr allzu viel übrig. Unsere Natural gibt noch ganz ordentlich was her. Ja, unsere dritte ist ebenfalls noch ganz gut gebaut. Das also, wie gesagt, kein so größeres Problem. Aber das hier ist natürlich die frischeste Base und damit eben auch die wertvollste. Denn die liefert uns am längsten noch Ressourcen, je länger das Spiel dauert. Und auch deswegen, und weil die natürlich auch ein bisschen exponiert ist und nicht hier so genau in der Mitte und direkt dicht dran liegt, schnappt sich Supernova natürlich die. Ja, wenn er eben hier angreifen würde, hätten es Verstärkungseinheiten, hoppla, hätten es Verstärkungseinheiten ja nicht allzu weit, um zum Schlachtfeld zu kommen. Also ist das hier natürlich die optimale Position gleich im doppelten Sinne. So, wir fahren jetzt hier im Grunde die Geschwindigkeit nochmal ein Stückchen weiter runter. Da drüben ist nochmal ein kleines Engagement mit Ling und Baneling. Das macht aber nichts, das sind Bunker. Und außerdem, und das ist ebenfalls sehr schön, das sollten wir auch berücksichtigen, rallyt Supernova nicht einfach stumpf seine Einheiten tatsächlich hier hinterher, noch bevor er überhaupt weiß, dass er hier tatsächlich eine befestigte Position hat, die er auch halten kann. Und deswegen rallyt er erstmal ein paar Einheiten hier raus, damit er auch hier hinten eben immer noch was hat, falls der Zerg versuchen sollte, hier über irgendeinen Umweg noch Gegendruck aufzubauen, ne? Was ja hier sogar auch schon wieder der Fall ist. Da bereiten sich schon wieder die ersten Banelinge vor, um hier nochmal reinzukommen. In der Zwischenzeit aber, wie gesagt, jetzt der Angriff hier vorne. Und wir werden jetzt, wie gesagt, wir gehen jetzt trotzdem nochmal ins Production Tab, gleich sehr schön sehen, wie im Grunde die Produktion hier nur noch Linge und Banelinge und Mutalisken anzeigt und auch Mutalisken nur noch in geringem Maße und wie die Mineralien und die Ressourcen immer hammerhart unten gehalten werden. Durch den Druck, den Supernova hier jetzt aufbaut. Durch dieses Forcing. So, erster Druck, wie gesagt, da passiert noch nicht allzu viel. Aber wir haben jetzt natürlich die Minen hier vorne. Ja, die wurden jetzt schon einmal ausgelöst. Da werden sie ausgelöst, ballern dementsprechend auch einen guten Teil der Linge und Banglinge weg. So, in der Zwischenzeit ziehen wir uns jetzt hier noch ein Stückchen zurück, ballern da jetzt wieder rein. Mutas im direkten Kampf gegen Marines, die gestimmt sind, keine allzu schöne Sache. Die Marines haben im Augenblick noch 1-1, noch kein 2-2er-Upgrade durch, aber das ist gerade im Bau. Der gefährliche Augenblick ist eigentlich der, wo die Marines dann erstmal 3-3 erreichen, weil sie dann eben tatsächlich so eine Feuerkraft entwickeln und so ein Damage-Output haben, dass man mit diesen niedrigrangigen Einheiten teilweise einfach nicht mehr dagegen halten kann. So, jetzt immer wieder halt eben hier dieser schöne Versuch von Supernova, immer ein bisschen rein, ein paar Einheiten reingeschickt, damit ein paar Einheiten rausgelockt, zurückgezogen, sie dann halt eben hier mit der größeren Menge weggeballert. Und wenn Solki es auch tatsächlich wagen sollte, mit einem größeren Push hier noch reinzurennen, dann läuft er direkt ins Minenfeld und kriegt da natürlich einige Einheiten abserviert. Immer natürlich sagenhaftes Splitting, sagenhaftes Makro. Ja, hinterher wird eben immer noch weiterhin produziert, weitere Medivacs, weitere Einheiten, die sich eben, wie gesagt, zuerst einmal hier sammeln, damit er noch eine kleine Verteidigung hat, falls er so notwendig, falls es nötig wird. Und ansonsten rallyt einfach alles hinterher. Ne? Und hier sehen wir jetzt nach und nach. Ein weiterer Mutalisk, fünf weitere Berstlinge. Und die Berstlinge braucht er auch, denn ohne Berstlinge kann er gegen diesen Bio-Ball an sich nicht bestehen und mit den Minen erst recht nicht. Wir sehen, dass hier zumindest noch ein Hive im Auftrag ist. Für den reichte die Kohle gerade noch, bevor der ganze Angriff losging. Das heißt, wir tecken jetzt wenigstens schon mal auf T3 hoch. Sonst haben wir aber im Augenblick, wie gesagt, noch gar nichts im Bau. Hier im Grunde die beiden 2-2er-Upgrades schon durch. 3-3 können wir erst beginnen, wenn hier der Bau fertig ist. Und ansonsten unsere Mineralien niedrig. Wir sind broke.
Ja, wir hocken auf deutlich mehr Bases. Ja, wir können diese Base immer noch nicht saturieren, weil da ständig Druck ist und weil wir auch kaum die Gelegenheit haben, überhaupt mal Drohnen nachzuproduzieren. Die Base hier mint gut, die Base hier mint gut, aber der Terran hat ebenfalls drei Bases, die ebenfalls optimal saturiert sind. Und er hat zusätzlich noch Mules, die er zumindest in kleinen Atempausen mal schmeißen kann. Und damit ist sein Income jetzt gerade unserem nicht ebenbürtig, weil wir auch weniger Worker haben. Aber dafür haben wir eben jetzt einen Punkt erreicht, wo wir einfach günstige Einheiten produzieren, die hier jede Menge Stress schieben. So, wieder ein paar Banelinge. Jeder Baneling, der zum Beispiel eben nur an ein oder zwei Marines stirbt, ist bitter. Wieder ein Baneling erwischt. Und die Marines nicht mehr getötet. Noch ein Baneling tot, noch ein Baneling tot. Nichts getötet. Wieder Gas und wieder Linge, die wir erstmal nachproduzieren müssen, um eben bei einem eventuellen Vollpush dann aber auch gewappnet zu sein. Ja, wir sind jetzt hier in so einer richtigen Stalemate-Position. Wir haben hier die befestigte Position des Terraners. Der Zerg kann sich hier nicht wirklich ohne weiteres reintrauen. Der Terraner kann auch nicht einfach hier runterrennen, weil er dann von Lingen, Banglingen und allem anderen einfach weggefressen wird. Aber was er hier macht, ist, er gräbt ihm langsam hier das Wasser ab. Ja? Immer noch Mineralien relativ niedrig. Wir haben jetzt mal vier weitere Mutas, die tatsächlich direkt gebaut werden. Der Muta-Count ein bisschen höher. Jetzt lässt die Aggression kurz nach. Da haben wir ein bisschen Möglichkeit, noch was zu bauen. Wie gesagt, wir kommen hinterher, aber die ganzen Bodeneinheiten sind alle weg. Die Mutalisten alleine sollten hier nicht gegen die Marines kämpfen. Da graben wir noch ein paar weitere Widowmines ein. Da kommt der nächste Chunk an Army-Units, die sich hier vorne gesammelt hatten. Und schon sind wir wieder an demselben Punkt. Ja, Soul Key wieder gezwungen, weitere Linge, Banelinge zu, also weitere Linge zu bauen, um daraus Banelinge morphen zu können. Kommt im Grunde hier nicht weiter weg. Für ein paar Upgrades reicht es gerade noch. Er versucht zumindest nebenbei noch irgendwie sein drittes Level irgendwie auszubauen, nachdem er jetzt schon den Hive-Tech hat. Ja. Rennt jetzt hier tatsächlich einmal rein, kriegt jetzt hier auch eine Menge der Units weg. Nichtsdestotrotz bleiben hier wieder Minen und weitere Marines übrig. Wie gesagt, das sieht so einfach aus. Das ist deutlich schwerer zu steuern, als man hier den Eindruck kriegen könnte. Das ganze Splitting, das ständige Vor und Zurück, Vor und Zurück, Vor und Zurück und parallel eben noch das Nachproduzieren aus allen Sachen. Auch Sonky schlägt sich hier unfassbar gut, ne? Gegen diesen permanenten Druck. Aber hier sieht man es wieder. Der Versuch, mit ein paar Banelinge reinzukommen, wieder Banelinge gewastet. Keinen einzigen echten Treffer verbuchen können. Ist auch leichter als gesagt. Aber nichtsdestotrotz wird dadurch wieder Soul Key gezwungen, weiter Mineralien und Gas auszugeben für diese niedrigrangigen Einheiten. Und da will er es eigentlich nicht hinstecken. Eigentlich würde er es gerne dahin stecken, dass er jetzt hier unten zum Beispiel irgendwo, na, wir können es eigentlich trotzdem mal weiterlaufen, denn das geht da oben noch eine ganze Weile so weiter, indem er jetzt hier unten zum Beispiel mal irgendwas T3-rangiges baut. Entweder ein Greater Spire oder, was ihm wahrscheinlich lieber wäre, eine Ultralistenhöhle. Aber er kommt einfach nicht hin. Er kann auch hier keine weiteren Upgrades erforschen, er kann auch keine Verseucher bauen. Völlig unmöglich bei dem Gasverbrauch, den er im Augenblick hat. Und das, obwohl er, wie gesagt, inzwischen jetzt sogar trotz allen Umständen diese Base hier hat saturieren können und sogar das Gas dieser Base nimmt. Aber nach wie vor, der Druck hält ihn einfach unten. Er bereitet sich schon mal auf irgendeine Stelle vor. Falls der Terran ihm irgendeine Lücke bietet, hat er die Upgrades bereits fertig, kann dann dementsprechend auch produzieren und wird den Terran wahrscheinlich auch aushebeln können. Aber solange er diese Lücke nicht kriegt, hat er keine Möglichkeit, hier auf irgendwas anderes zu gehen als die nackte Verteidigung. Und man sieht, es wird immer weniger. Die Banelinge hier noch nicht fertig, die schon fertig. Hier jetzt der komplette Bio-Ball, drängt einmal ran, schießt die Sachen ganz ordentlich runter. Die Mutas müssen mit eingreifen, sind im direkten Kampf gegen die Minen und auch gegen die Marines. Allerdings wenig hilfreich. Hier wieder morphende Banelinge, die brauchen wir eine ganze Weile. Wenn wir Pech haben, move die Marines jetzt sogar dran. Und jetzt haben sie zumindest ein paar Sekunden lang freie Feuerzeit auf die vierte Base und die vierte Base fällt. Und jetzt sind ja nun inzwischen eine ganze Menge Minuten vergangen und nun sieht die Situation schon ganz anders aus. Hier, die Base ist leer. Ja, jede Menge Drohnen, die sich hier mit dem einen Patch amüsieren. Die Base ist jetzt leer. Die sah vorhin noch so schön voll und satt aus, aber jetzt ist sie durch. Hier haben wir im Grunde noch eine Base und auch da sehen wir bereits die Mineralien und wie sie ordentlich runtergehen. Der Spielstil, der uns aufgezwungen wurde, hat uns dazu gebracht, jede Menge Larven auszugeben. Ja, denn auch, wenn wir mal kurz gucken, Units, auch Larven haben wir im Augenblick nicht mehr allzu viele übrig. 11 Larven, wenn man eine Menge Linge produzieren muss und dann die wiederum in Banelinge ummorfen muss, ist nicht die Welt. Aber was sollen wir auch machen? Ja? Jetzt haben wir auch noch eine Hatchery weniger und dementsprechend auch noch einen Inject weniger. Wir haben eine Makro-Hatch, aber nichtsdestotrotz, die ganze Sache wird schon ordentlich eng.
Und jetzt sind eben unsere Mineralien ganz schön niedrig. Diese Base hätten wir wirklich dringend gebraucht. Und was noch viel schlimmer war als die ganzen Mineralien und die ganzen Ressourcen, die wir hier reinstecken mussten für unser blankes Überleben, was ja nicht mal richtig geklappt hat, ist, wir konnten in all der Zwischenzeit auch keine weitere Base nehmen. Einfach weil wir hier oben permanent gezwungen waren, auf unsere Einheiten zu achten, auf jede kleine Bewegung des Terrans sofort zu reagieren. Selbst bei Spielern, die dann eine Durchschnitts-APM von 274 haben, haben wir dann das Problem, dass wir keine Zeit finden, um mal einfach schnell hier eine Drohne rauszuziehen und hier drüben mal eine Base zu bauen, selbst wenn wir sogar die Mineralien dafür übrig gehabt hätten, ja, für einen kurzen Augenblick nach der Produktion der Einheiten. Denn relativ sicher wären wir trotzdem gewesen, denn wir konnten ja sehen, wie eben nach und nach immer mehr Einheiten hier rüber geströmt sind. Das heißt also, eine Base hier unten zu bauen, wäre bei dem konstanten Druck sogar verhältnismäßig sicher gewesen. Natürlich bitter, wenn der Terran so geistesgegenwärtig dann noch zusätzlich zu all den ganzen Aktionen gewesen wäre. Mal zwei Widowmines, die hier unten alleine rumstehen, einfach mal hier an die Base und hier an die Base einzugraben und damit eben etwaige Expansionsversuche sogar noch zusätzlich zu verhindern. Aber in dem Fall war es, wie gesagt, nicht mal nötig. Ja? Der konstante Druck hier oben ließ keine Zeit. Und jetzt sehen wir als Zerg natürlich relativ arm aus. Wir haben keine Bank, wir haben nicht viele Larven. Wir hocken nach wie vor wieder auf unseren drei fast outmined Bases. Der Terran hat hier oben noch eine weitere Base fertig. Und selbst wenn er das nicht geschafft hätte, hat er immer noch die Möglichkeit, zum Beispiel irgendwann, wenn hier der Bereich leer ist, seine Satellitenzentrale auch zu liften und dann eben hier weiterzuarbeiten. Aber das natürlich für uns jetzt ein herber Rückschlag. Das ist, wie gesagt, eine Sache, wie man Forcing ebenfalls noch beschreiben kann. Das Ganze geht jetzt noch ein ganzes Stück weit hin und her. Solky versucht eben, wie gesagt, diese Base und auch diese Base wieder zu etablieren, während er eben mit den Mutas zeitgleich noch versucht, ein bisschen Gegendruck aufzubauen. Supernova zieht sich jetzt erstmal zurück, weil er eben seine eigene Base hier drüben etablieren möchte, denn auch seine Mineralien neigen sich langsam dem Ende. Und auch da kann er nicht mehr viel holen. Er weiß auch, dass er jetzt mit diesen Units, die er hier hat, und mit diesen Units das Spiel nicht gewinnen kann, da er eben auch diesen Nachstrom an Einheiten ohne eine weitere Base nicht mehr lange aufrechterhalten kann. Und dann hat er ein dickes Problem, denn Solky hat ja nun länger auf vier Bases gehockt und hat dementsprechend immer noch ein Stück weit mehr Produktionskapazität als er. Dementsprechend zieht er sich hier erstmal zurück, versucht jetzt seine vierte zu sichern und diese Zeit nutzt Solky nochmal aus, um wie gesagt sich selbst Bases zu sichern. Und dann entbrennt im Grunde immer mehr so eine Art War of Attrition, ne? Eine Art von Ausbrennungstaktik, wo also der Gegner einfach ständig durch konstantes Angreifen versucht, Solky hier tatsächlich immer wieder niedrig zu halten an Ressourcen, ihn immer wieder dazu zu bringen, niedrig-techige Einheiten zu bauen und ihm gar nicht die Möglichkeit zu geben, auch nur mal irgendwas Teureres zu bauen. In der Tat wird im gesamten restlichen Spielverlauf gerade mal ein einziger Ultralisk fertig. Und das war's auch, ne? Bevor Solky dann irgendwann das Handtuch schmeißen muss. So viel einfach nochmal zum Thema Forcing. Generell als Abschluss dieser Sendung gilt: Wisse, wovor du Angst haben musst, und suche gezielt nach Wegen, um die entsprechende Information zu bekommen. Das ist die wesentliche Essenz des Scoutings. Wir müssen wissen, ob der gefürchtete Tech, der gefürchtete Angriff kommt oder nicht kommt. Und damit wir wissen, was wir fürchten müssen, müssen wir unsere eigene Strategie und unser eigenes Bild relativ gut kennen und wissen, wogegen er gut ist und wogegen er schwach ist. Und das zeigt ein Stück weit nur die Erfahrung oder angelesenes Wissen, wenn man denn angelesenes Wissen gut verarbeiten kann. Ansonsten ist das Überlegen aber eben relativ simpel, weil es sich nun mal an dem Spielplan orientiert. Ich eröffne Reaper im TVP. Ist besser, ich suche die Umgebung nach Proxy Stargates ab, die mir mit Oracles in die Base rallyen können oder sowas. Oder ich achte halt eben beim Scouting auf, also beim Scouting mit dem Reaper dann da drauf, ob auch tatsächlich ein dritter Pylon in der Base steht. Ja, aber das sind dann Sachen, die ich eben wissen muss. Ja, ich eröffne mit Reapern. Ich weiß, Reaper Opening ist anfällig gegen Proxy Stargates. Ich sollte also sicher machen, dass der Gegner kein Proxy Stargate spielt. Also sollte ich wissen, woran ich das erkennen kann. Entweder ich schicke eben dementsprechend irgendeinen Worker zum Beispiel mal rum an die wichtigen Proxy-Positionen. Wenn ich Pech habe, hat er aber eine Proxy-Position ausgewählt, an die ich nicht denke. Oder ich weiß eben, dass, um eben so ein Proxy-Oracle zu bauen, der Gegner natürlich einen Pylon irgendwo in der Nähe meiner Base setzen muss und dementsprechend muss da irgendwo in seiner Main Base der dritte Pylon fehlen.
Und wenn ich das weiß, dann weiß ich, dass irgendwas zumindest mit Proxy kommt. Das müssen keine Oracles sein, aber ist natürlich zu einem gewissen Zeitpunkt des Spiels recht wahrscheinlich. Und dann kann ich mich besser darauf vorbereiten. Und stehe eben nicht so dumm da, weil eben meine eigene Marine-Produktion ein bisschen später in Gang kommt. Das ist die Idee. Über solche Dinge sollte ich mir, wie gesagt, Gedanken machen. Die Sendung war brutal lang. Ich danke euch trotzdem fürs Ausharren und fürs Zuschauen, zumindest all denjenigen, die es so lange durchgehalten haben. Nächste Woche kümmern wir uns wieder um den Anfängerkurs Terran, der ja diese Woche einen kleinen Aussetzer hatte. Ich hoffe, dass ich es wieder am Montag hinkriege. Aber nach diesem Marathon durch das Scouting, durch die Konzepte des Scoutings, kann es durchaus sein, dass es vielleicht wieder ein bisschen verzögert wird. Ansonsten wollte ich noch einmal auf die Möglichkeiten hinweisen, die Sendung zu unterstützen oder auf dem Radar zu behalten. Einerseits die Möglichkeit, in Facebook zu folgen unter Creative Learning TV 1 oder auf YouTube die Archive zu besuchen und einen Ad dazulassen bei Creative Learning TV. Der Kanal selbst, wie gesagt, Creative Learning TV auf Twitch. Und auch im Battle.net gibt es tatsächlich eine Creative Learning TV-Gruppe. Sucht einfach mal auf EU, vielleicht findet es er. Ansonsten würde ich einfach mal sagen, bleibt mir gewogen, bleibt mir erhalten. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal.